Oh, ich war jetzt hier noch mit. Was jetzt? Keine Ahnung. Ich war jetzt aber also langsam so dafür, dass wir langsam Schluss machen. Ja, na, lass uns mit dem Typen noch quatschen. Na, lass uns mit dem ganzen Typen hier noch quatschen. Ja. Warte mal, hier hab ich ein Ding, ein Sternchen. Es ist verständlich, dass das Volk von Nordimbad stolz auf seine Arbeit ist. Ich auch. Ihr solltet den Herrn dieser Mauer nicht warten lassen. Oh geil, hier sind zwei Schütze. Naja. Also werden wir gleich verteidigen müssen. Ach warte mal, ich bin ein Levelaufstieg. Ich auch. Geschicklichkeit erhöht den Schaden durch Distanzwaffen. Höhere Geschicklichkeit wird benötigt, um einige mächtige Distanzwaffe abzufeuern. Ach, ich bin halt am überlegen, ob jetzt überhaupt, weil jetzt fällt mir das nämlich gerade ein, ob die Zuschauer, weil das ist ja auch lauter, leiser eigentlich auf mein, als auf meinen Kopfhörern, ob die Zuschauer das alles auch gut hören. Das ist ja Quatsch. Also ich hab Video geguckt, also ich find's okay. Ich habe jetzt noch ein bisschen leiser gestellt vorhin. Achso. Oh, jetzt komme ich nachher in Bedrängnis. Was? Komme ich nachher in Bedrängnis. Warum? Ich weiß nicht, was ich als nächstes aufwerten soll. Na komm. Ja. So. Sieht doch geil aus. Hier sind die, von denen ich sprach. Ich möchte euch einen Verwandten vorstellen. Farin von Erebor und seine Gefährten Andriel und Eradan. Wir haben unsere Aufgabe erfolgreich erfüllt. Dank ihrer Hilfe lebe ich, um davon zu berichten. Du bist hier herzlich willkommen, Verwandter, und deine Gefährten nicht minder. Seien sie Mensch, Elb oder Adler. Seid alle willkommen in Nordinbad, der letzten Halle der Langbärte, in den grauen Bergen. Ihr habt mir meinen Sohn und meinen ältesten Freund zurückgebracht, die ich schon lange als verloren betrauert habe. Empfangt dafür meine ewige Dankbarkeit und die Gastfreundschaft dieser Hallen. Wisset, dass euch dies nicht leichtfertig gestattet werden kann, denn niemals zuvor haben wir einem Fremden erlaubt, diese Tore zu durchqueren. Und keine Augen haben je den verborgenen See Asansaram betrachtet, außer denen unserer nächsten Verwandten. Und doch, für das, was ihr getan habt, vergesse ich gerne unseren uralten Schwur der Geheimhaltung. Überprüfen, genau, wieder von oben an. Ihr seid Langbärte? Dann seid ihr von Durin Stamm und nahe Verwandte von Farin. Gewiss, in vergangenen Jahrhunderten nannten die meisten unseres Stammes die Nebelberge ihre Heimat. Doch dann kamen die Drachen aus dem hohen Norden. Eine nach der anderen gingen unsere Hallen verloren oder wurden verlassen, alle außer Nordinbad. Nur wir überstanden diese düsteren Zeiten und dank euch dürfen wir hoffen, auch unsere aktuellen Probleme zu überstehen. Was könnt ihr mir aus eurer Heimat berichten? Mein Ururgroßvater war der Erste, der die Höhlen in diesem Berg betreten hat, wo er dann den verborgenen See entdeckte, den wir Asansaram nennen. Er war von seiner Schönheit überwältigt und führte einige aus seiner Sippe hierher. Langsam, über viele Jahre, mit liebevollen Händen und sorgsamen Meißelschlägen schufen wir die Hallen, die ihr vor euch seht. Nordinbad war nie reich an Gold oder Juwelen, aber seine Schönheit rührte selbst den kaltherzigsten Zwerg. Deshalb sind wir hier so lange geblieben. Es gibt unter uns nicht einen Zwerg, der den Tod nicht im Exil von seiner Heimat vorziehen würde. Dieser See, haben eure Leute ihn erschaffen? Nein, meine Vorfahren entdeckten Asansaram so, wie ihr ihn jetzt seht. Wir arbeiteten mit Umsicht daran, nur zu erweitern, was wir gefunden hatten. Hier eine Scharte, dort eine Stufe, einige Brücken und Hallen und Tunnel. Er ist wunderschön. Achteten wir darauf, das Geschenk, das uns zuteil geworden war, zu erhalten. Wunderschön. Es ehrt mich, ihn zu betrachten. Darf ich fragen, was euch an so einen unwirtlichen Ort wie den Berg Gundabad führte? In so eine üble Gegend begibt man sich ja nicht leichtfertig.
Wir suchten einen Diener des Feindes. Ein Mann, der als Agandar bekannt ist. Agandar, der ist uns bekannt. Verflucht sei sein schwarzes Herz. Er erschien vor einigen Wochen an unseren Toren und forderte uns zu Verhandlungen auf. Im Namen Saurons des Großen, wie er sagte. Und ihr habt... Agandar war hier? Hättet ihr nur eure Krieger geschickt, um ihn zur Strecke zu bringen. Er verdient den Tod. Wahrhaftig, das tut er. Doch würde ich die Ehre von Nordinbad nicht beflecken, indem ich einen Boten angreife, der um Verhandlungen ersucht. Selbst ihr habt recht. Vollkommen genug ist, dem Herrn von Mordor zu dienen. Ja, das sind edle Worte. Aber was verlangte er von euch? Er verlangte, dass wir uns der Gnade Saurons ergeben. Als ob der dunkle Herrscher so etwas wie Gnade kennen würde. Ihr fordert Nordinbad und behauptet, unser Leben würde geschont, wenn wir unsere Hallen und Reichtümer kampflos übergeben. Und uns würde die Freiheit geschenkt, um anderswo eine neue Heimat zu suchen. Natürlich hätten wir nichts davon. Als wir ablehnten, wurde er zornig und drohte uns mit dem feurigen Verhängnis, dem unsere Vorfahren zum Opfer fielen. Warum Nordinbad? Ja, warte mal, das würde mich schon mal interessieren. Feuriges Verhängnis? Der Drache. Was meinte er damit? Ich fürchte, er könnte sich mit dem Drachen Urgost verbündet haben, der in dieser Gegend lebt. Mit so einer Bestie unter seinem Kommando hätten wir wenig Hoffnung, uns ihm widersetzen zu können. Warum? Nee. Würde ihr Drachen dienen? Ein Drache? Doch ob selbst Agandar einem Drachen die Treue befehlen könnte? Vielleicht nicht auf eigene Faust, aber wenn er im Namen des dunklen Herrschers spricht, würde es sich selbst Urgost zweimal überlegen, bevor er ihn verärgert. Ach, Drachen sind boshafte Wesen und ihre Gier kennt keine Grenzen. Agandar muss nur den richtigen Preis nennen. Wäre es dann nicht das Beste, diesen Drachen zu vernichten, bevor er als Waffe eingesetzt werden kann? Urgost vernichten? Wenn es nur so einfach wäre. Der Angriff auf Gundabad wäre dagegen ein ruhiger Spaziergang am See. Nein, wenn es so einfach wäre, Drachen zu töten, dann würden viele Zwerge noch immer in diesen Bergen leben. Urgost hat bisher niemals Notiz von uns genommen. Wir hatten gehofft, das würde auch so bleiben. Das heißt, es rächt sich, eine Drache nicht in seinen Plänen zu berücksichtigen, wenn man ihn einbringt. Und wir können nicht zulassen, dass Agandar so einen mächtigen Verbündeten gewinnt. Einverstanden. Wo können wir Urgost finden? Es mangelt euch nicht an Mut, zugegeben, doch wissen wir nicht, wo der Drache lebt. Kein Zwerg hat jemals seine Stadt gefunden und lange genug gelebt, um davon zu berichten. Vielleicht kennt Radagast dieses Geheimnis, oder er kann es aufdecken. Es scheint, als würde nur wenig im Wilderland passieren, von dem er nichts mitbekommt. Radagast? Wer ist das? Wer ist Radagast? Radagast, der Braune, er ist ein Zauberer, ein Meister der Vögel und Tiere. Er bleibt meistens allein, doch er ist von recht anständiger Art, solange man den wilden Kreaturen, mit denen er befreundet ist, kein Leid zufügt. Er lebt im Düsterwald unten im Süden. Vielleicht weiß euer Begleiter Beleram, wo ihr ihn finden könnt. Denn es wird erzählt, dass Radagast ein persönlicher Freund des Königs der Adler ist. So gern ich den Düsterwald auch meiden würde, es scheint sich zu lohnen, mal mit diesem Zauberer zu sprechen. In der Tat. Doch bevor ihr aufbrecht, akzeptiert ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Sucht ja meinen Verwalter Gala auf. Ich habe ihn angewiesen, euch unsere Schatzkammern zu öffnen. Ich glaube, ihr werdet darin etwas finden, das euch in den kommenden Tagen von Nutzen sein kann. Geil. Der hat auch was geleuchtet. Da unten leuchtet es auch. Ah, hier hinten. Ich spreche erstmal mit dem Zwerg hier noch, mit Nordi. Ja. Nordri. Oh. Kaum glauben, dass ich lebe. Ich dachte schon, die faulige Luft am Gundabadberg wäre mein Ende. Doch ich möchte mich nicht beschweren. Was kommt für dein Volk als nächstes? Ich fürchte, mehr Tricks haben wir nicht auf Lager. Das Einzige, das wir jetzt noch tun können, ist, unsere Verteidigung vorzubereiten und abzuwarten. Ich wünsche dir Glück, was auch immer dich erwartet. Leb wohl, Nordri. Okay. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ja, du quatschst da über alles, ne, denke ich mal. Ja.
Also der Hauptmann, der Bach, angesprochen. Ist runtergegangen, wa? Ich freue mich immer, jemanden zu treffen, der dem Feind Schläge versetzt. Und wie ich höre, hast du ihm einen wirklich schweren Schlag verpasst. Also, wie kann ich dir heute helfen? Ach, geil. Warten. Reparaturen. Oh, geil. Gorin schickt mich zu dir. Er sagt, ich soll mit dir sprechen, um mir ein Zeichen seiner Dankbarkeit abzuholen. Ja, ja, er hat es vielleicht mal nebenbei erwähnt. Es war eher zu großzügig von ihm. Nicht, dass ich nicht zu schätzen weiß, was du getan hast. Aber wie soll ich bitte schön unseren Wohlstand mehren, wenn ich unsere besten Arbeiten verschenken darf? Also hier, bitte, such dir was aus. Hier ist der Kunde, der da was gibt. Bekomme. Ich muss nur noch meine Hose reparieren und meine Schuhe. Ich sehe gerade, ich habe auch Schuhe, die besser sind. Der Typ? Hä? Nochmal gekauft. Ach ne. Ne, das ist aber nicht der Typ. Das ist nur der Händler hier. Ja, aber den sollst du ansprechen. Achso, ja, ich hab was gekriegt. Bin ich jetzt so. Ach nee, alles klar. Ich guck grad, ob er auch was hat, was der mehr Power hat. Schulterstücken hat er, die mehr Power haben. Hm. Klamotten. Wer ist Lehrmeister? Du bist Lehrmeister, wa? Nein, das ist die. Achso. Immer noch. Oh, hier, Klamotten. Die mehr Power haben, das nehmen wir. Du hast das Ding gekauft, jetzt verkaufe ich es wieder. Wieso? Weil ich es nur brauche, weil ich doofe Sachen gemacht habe halt. Ach, Onkel.
Ja.